Hallo zusammen, grüßt euch. Ja, in meiner nächsten Folge wollte ich euch eigentlich zeigen, wie wir unseren Gartenteich fertiggestellt haben. Aber das machen wir jetzt mal nicht, denn unser Rhododendron blüht im Moment so schön, da schiebe ich mal extra zu Pfingsten diese Sonderfolge ein. Das müsst ihr euch einfach mal anschauen. Unser Vorbesitzer war wirklich schlau, denn er hatte gute Kontakte zu einem Friedhofsgärtner. Und immer wenn Pflanzen nicht mehr gewollt waren, also rausgerissen werden musste, hat er sie dann mitgenommen oder mitnehmen dürfen und hat sie hier teilweise wieder eingegraben. Jetzt zeige ich euch mal, was hier so steht. Wir sind jetzt auf der unteren Ebene. Schaut euch mal diesen Schneeball an, wie der blüht. Dann geht's weiter. Ein kleiner Rhododendron. Muss man sagen, ist glaube ich der kleinste, den wir hier haben. Knapp 2 Meter groß. Ja, 1,80 Meter, so groß bin ich auch etwa. Dann geht's weiter hier mit dem nächsten gleichfarbigen. Hier haben wir einen roten Rhododendron. Hier war mal ein weißer, der ist schon verblüht. Hier wieder einen roséfarbenen. Eine Art lila. Schaut euch mal die Blüten an. Und auch den Hummeln gefällt es hier. Ja, der ist auch schon ziemlich verblüht an manchen Stellen. Und hier haben wir wieder einen Schneeball. Jetzt fährt er gerade ein Auto lang. Ja, und hier steht der zweitgrößte Rhododendron. Ich weiß nicht, wie hoch er ist, aber ich schätze mal, ja, 5 Meter, mal locker. Und auch der wird sehr gerne von Hummeln besucht. Hier sehen wir gerade eine, die ist ganz fleißig am Sammeln. Das ist ein Prachtexemplar. Und wenn wir jetzt weitergehen, sehen wir hier die beiden größten Rhododendron. Und das ist nun wirklich der Rekord. Ich glaube, ich habe bisher nur in Parks solche Riesendinger gesehen. Aber schaut euch das doch jetzt mal an, was das für eine Pracht ist. Und damit ihr jetzt gleich mal seht, wie groß der Rhododendron ist, stelle ich jetzt mal die Kamera ab und stelle mich mal vor den. Ich glaube, das lohnt sich wirklich. So. Ich hänge mal die Kamera aus. Das müsste passen, dann stelle ich mich jetzt mal davor. Der gleiche Rhododendron, aber eine andere Pflanze mit der gleichen Höhe steht nebenan. Ja, und hier haben wir noch einen wunderschönen pinkfarbenen. Ich würde mal sagen pink, rot, Rhododendron. Und auch was jetzt ganz toll aussieht, muss ich sagen, das ist hier der Ahorn, der ein bisschen anders geschnitten war. Auch herrlich. Ja, das war's hier von der Rhododendron-Front. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen.
lasst mir ein Abo und ein Like da, wäre sehr toll. Bis dann und frohe Pfingsten, euer Rainer.